So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Tropico. Wir sind wieder da, wir sind wieder in unserer Stadt. Und dann gucken wir mal, ob wir alles hier hinbekommen soweit. Gebäude freigeschaltet, 7-Sterne-Hotel, das freut mich. Das freut mich ja sogar sehr. Wir sollen ein Sägewerk bauen, das mache ich einfach mal. 1000 Zahlen, wie viel kostet das? 4.900. Haben wir das günstiger bekommen, oder wie? So, das bauen wir einfach mal hier vorne mit hin. Damit das gleich abtransportiert werden kann. Präsidente, warum? Es stirbt doch keiner. Es ist doch alles gut. Und wir kriegen ganz viele neue Gebäude. Und jetzt haben wir sogar die Macht, richtig viel zu verkaufen. 54.000 haben sich auf unserem Konto gesammelt. Wir können jetzt auch Aufträge annehmen. Die gottesfürchtigen US-Amerikaner lieben ihn. Ja, wir sollen das Exportvolumen steigern. Das machen wir auch. Biofarmen nehme ich jetzt mit rein. Für Tabak, Zucker, Kaffee. Tabak, Kaffee, Zucker. Also ist das immer noch hier am besten, aber da passt nichts mehr hin. Wie sieht es hier aus? Ganz gut. Also hier würde es sich eventuell eignen. Da muss ich bloß eine Straße noch hochziehen. Zack. Ja, ausgezeichnet. Perfekt. Gut, dann können wir nämlich auch eine Tabakfabrik hinsetzen. Und wir müssen noch für weitaus mehr Zeug sorgen. Baubüro haben wir. Auf jeden Fall noch ein Fuhrparkbüro, das hier hinten arbeitet. Ein Parkhaus. Schnell bauen. Und ich möchte die anderen Bauxit-Vorkommen auch noch abfarmen. So, noch eine weitere Bohrlochmine. Eine Straße. Klasse. Das läuft. Es läuft. Endlich läuft es. Und ich bin so dankbar dafür. Es wurde Zeit. Da setze ich jetzt das Ministerium hin. Da. Außerdem das Außenministerium. Passt hier nicht mehr mit rein. Hier an die Seite auch nicht. Dann kommt das hier vorne hin. Damit die Leute nicht weit laufen müssen. Jetzt brauchen wir erstmal wieder Kohle. Warten also, bis die Schiffe kommen und unsere 24.000, 30.000 mitnehmen. Endlich. Das Glück ist uns hold und wir werden endlich ein bisschen was machen können. Und sobald wir auch ein bisschen mehr Geld haben, werden wir ganz, ganz viele Grundstücke bauen. Ganz viele Gebäude, damit die Leute zufrieden sind. Weitere Ärzte, weitere Kirchen und so weiter. Freue ich mich sehr drüber. Und auch, dass wir neue Einwanderer haben. Die brauchen wir. Und ich baue auch erstmal ein Einwanderungsbüro. Eine Einwanderungsbehörde. Die sich darum kümmert, dass Leute reinkommen dürfen. Wir brauchen außerdem Polizeiwache, Zollamt. Wo ist das Zollamt? Wirtschaft und Wohlstand? Zollamt, da. Das Zollamt hat Einfluss auf Import- und Exportpreise sowie Touristensteuern. Brauche ich auch schon mal hin. Man kann ja nie wissen. Ja, ja, El Diablo ist doof. Wissen wir ja nur alle. Erstaunlicherweise haben wir genug Jobs. So, eines der Gebäude ist wieder fertig geworden. Sehr schön, da sind auch ganz viele Leute gleich eingezogen. Kriegen gleich bessere Wohnungen. Apropos, wir werden die Wohnungen hier auch jetzt verbessern. Damit die Wohnqualität noch weiter steigt und die Leute 60 haben in der Zufriedenheit, in der Gesamtzufriedenheit. Wir könnten sogar für 10.000 die Solarkollektoren erhöhen. Das machen wir auch einfach. Haben wir noch mehr Strom, den wir einfach so verplanen können. Gebäude ist auch fertig. Sehr gut. Dann gehen die ganzen kleinen Hütten weg. Dann wieder 30.000. Ein neues Schiff hat wieder Ware mitgenommen. Finanzhilfe kam. Und uns geht es sehr gut. Theoretisch könnten wir jetzt die Bürokraten kaufen. Will ich aber noch gar nicht. Wir bauen hier erstmal einen neuen Hafen hin. So.
So. Ein neues Fuhrparkbüro nicht, sondern ein neues Parkhaus. Und eine Straße, die von da nach da führt. So, einen neuen Fisch, eine neue Fischfarm für Fisch und Krabbe. Erst einmal, später auch für Fisch und Austern. Kann ich die Straße noch ein bisschen weiterziehen? Nee, geht nicht. Ist egal. Gut. Also sehr, sehr viele eifrige Bauprojekte. Das dauert jetzt eine Weile, bis das gebaut wurde. Wir haben auch gerade mal 2 Baubüros. Das ist viel zu wenig. Ich baue jetzt noch ein drittes. Denn auch hier unten werden wir noch einiges hinsetzen müssen. 30.000 haben wir auch noch bekommen aus dem Mittleren Osten. Dann können wir die Projekte selber vervollständigen. Bauen auch gleich noch weitere moderne Apartment-Blocks. 1, 2, 3 und sind im Minus. Juhu! Aber wir werden bald wieder 27.000 bekommen. Geld aus. Wie ist Ihre Haltung dazu, Penultimo? Sie sind schuld, Sunny. Sie wollen nicht mit mir ausgehen und ruinieren so die Gastronomie. Wäre 8 Uhr morgen Abend okay? Ach, die beiden sind cool. Ich mag sie. Ich kann es nur immer wieder erwähnen. Ich habe sie so vermisst in der Zeit, als ich kein Tropico gespielt habe. Das ging gar nicht. So, dann werden wir auch hier noch weitere Farmen hinpflanzen, wenn das denn funktioniert. Nicht nur für Mais, sondern auch für Papayas und so weiter. Also Rinderfarmen gar nicht, sondern wirklich Nutzpflanzen. 55.000 liegen bereit und ein Schiff nähert sich dem Hafen. Einer ist auch gerade arbeiten gegangen, das heißt, da wird nicht schief laufen. Der wird hoffentlich auch warten, bis das Schiff da ist. Und 65.000 gehen an mich. Wir haben zu wenig Generäle. Da hast du recht, wir werden auch ein SWAT-Einsatzzentrum Hauptquartier bauen. Regierung. SWAT HQ erfordert einen Minister fürs Innere. Ein Innenminister. Haben wir noch nicht? Wir könnten hier den einstellen für die Verteidigung. Das ist schon mal gut. Auswärtiges Amt. Außergewöhnlich. Unterdurchschnitt. Unterdurchschnitt gefällt mir nicht. Gerade Courage sollte gut sein. Die Wirtschaft brummt. Ja, glücklicherweise. Außergewöhnlich. Unterdurchschnitt. Unterdurchschnitt hatten wir schon. Bildung. Gut. Überdurchschnitt. Überdurchschnitt. Klingt schon mal in Ordnung. Besser als alles Überdurchschnitt. Und außergewöhnlich mies Unterdurchschnitt ist doof. Wirtschaft nehmen wir außergewöhnlich Überdurchschnitt. Außergewöhnlich, das hört sich richtig gut an. Da wird es garantiert ganz, ganz viele Punkte geben. Und vielleicht auch das ein oder andere, was besser gemacht wird. Jetzt haben wir noch 34.000 über. Das heißt aber, dass hier noch ganz viel liegt. Warum hat er das nicht gleich mitverkauft? Ist er doof? Sägewerk wird auch langsam fertig gezimmert. Bürger leben bei uns. Das nächste Gebäude ist fertig. Gebäude freigeschaltet, Metrostation. Wir haben noch nie eine Metrostation gebaut, kann das sein? Metrostation, es ist ein magisches Gebäude, das Menschen an einen Ort betreten und an einem anderen Ort verlassen. Einige Einheiten können die Metrostation bei der Arbeit nicht nutzen. Aha. Okay, das müsste ja dann ziemlich schnell gehen. Das heißt, ich baue das einfach mal hier mit hin. Dann machen wir noch eine. Ich habe noch nie so viele glückliche Menschen auf der Straße gesehen, als hätten alle Schwiegermütter die Insel verlassen. Schön wär's. 51.000 haben wir noch. Hey, Kumpel. Teuren Schmuck, das ist überhaupt die Sache. Wir bauen noch eine Schmuckfabrik. Die baue ich jetzt mal hier vorne mit hin. Importe zulassen. Und dann können wir nämlich den teuren Schmuck gleich mit exportieren. Wir sollen noch eine weitere Wasseraufbereitungsanlage bauen. Diesmal setzen wir die auch auf Recycling. Oh Gott, und die baue ich hier mit hin.
Wir haben ein weiteres Parkhaus. Das ist natürlich nicht doll. 5.000 wurden der Staatskasse hinzugefügt. Wir brauchen noch mehr Unterhaltung. Wie wär's mit einem Kino? Kino ist immer gut. Stellen wir gleich hier zur Metrostation. 9.800 dafür. Puh, das ist teuer. Wir haben ganz viele Baubüros, die überall arbeiten. Fischfarm ist fertig, sehr gut. Die holt richtig viel Fisch und Krabben raus. 19.000 kriegen wir jetzt gerade mal, das ist nicht viel. Aber auch hier liegen 8.000 bereit. Gut, dann brauchen wir mehr Biofarmen, diesmal für Ananas, Papaya und so weiter. Banane. Also hier hinten ist das wirklich am besten. So. Noch eine weitere Biofarm für Ananas, Papaya und den Rest. Da müssten zwei eigentlich ausreichen. Warum lässt sich die nicht hinsetzen? Komm schon. Warum willst du nicht? Lass dich setzen. Sie will nicht, okay. Dann muss sie woanders hin. Hier wäre es auch nicht verkehrt. Und gehen da auch Bananen und Ananas? Ja, geht auch, okay. Gut, dann setzen wir dich hier mit hin. Kriegst auch noch eine Straße extra. Sehr schön. Ein weiteres Fuhrparkbüro kommt hier mit rein. So, und wir brauchen noch eine weitere Biofarm für Tabak, Kaffee und Zucker. Ist alles nicht so doll. Also Tabak scheint sich hier sehr schlecht anpflanzen zu lassen. Hier hinten haben wir bereits so eine Farm. Und da oben würde es gehen, aber Kaffee und Zucker nicht, ne? Doch, hier hinten. Da ist alles grün. Da wäre es am optimalsten. Das mache ich jetzt aber nicht. Ach. Gut, wir werden sehr viel verkaufen. Es ist alles okay. Wir müssen nur noch so ein bisschen was bauen. Wir sollen das Bildungsprogramm rausgeben. Ich baue, glaube ich, erstmal eine Grundschule. Infrastruktur, Bildung und Medien, eine Grundschule. Kommt damit hin. Dann brauchen wir eine weitere Kirche. Wie weit geht die rein? Bis da, okay. Sehr gut, dann können wir davor nämlich noch ein bisschen was anderes bauen. Eine Polizeiwache brauchen wir auch hier. Ach, klappt wieder nicht. Baue ich die hin, hier. Wir brauchen eine Feuerwache. Wir haben noch nie eine Feuerwache gebaut. Das machen wir jetzt. Kommt erst einmal hier mit hin. Später noch woanders. Wir brauchen Supermärkte. Will da nicht hin. Kommt's da mit hin. Wir brauchen hier einen Arzt. Sehr schön. Und demnächst gibt es noch ein Krankenhaus und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Und vor allem, wenn wir die Kohle kriegen, ist alles wieder gut. Schiff nähert sich schon dem Hafen. Hoffentlich schnell genug. Ich segne dich, mein Sohn. Dankeschön. Komm schon. Nein, der Arbeiter ist gerade abgehauen. Sind wir wieder im Minus. Verdammt. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Da haut noch einer ab. Warum? Ihr sollt arbeiten gehen. Der geht erstmal zum Onkel Doktor. Ah, okay. Der ist krank. Na gut. Müssen wir jetzt mal hier rauf hoffen. Es gibt Berichte, dass Menschen unter Tage verschwinden. Ich wusste es. Große unterirdische Militäranlagen, wo Wissenschaftler Tests an Menschen durchführen und Beweise für Aliens verstecken. Gut geraten, Sunny. Aber eigentlich stecken sie in der Metro fest, da wir noch keine Endhaltestelle gebaut haben.
Ah, okay, ich soll eine Endhaltestelle bauen. Ja, okay, machen wir. Die ist ja gerade in der Planung. Da ist die erste Metrostation. Da kommt die zweite. So, wir werden jetzt erst einmal warten müssen. Sind noch andere Farmen da, die ich wieder retten muss? Nö, eigentlich nicht. Ich habe keine Farm. Ich habe nur Biofarm. Die laufen eigentlich ganz gut, oder? Oder auch nicht. Pflanzt kaum etwas an, nur ein Drittel. Wir sind wieder im Minus. Aber jetzt kommen wir ins Plus. Sehr schön. Guckt's euch an. 44.000 kommen noch. Und schon sind wir selber bei 60.000, meine Lieben. Geil. Wir kommen wieder hoch. Was wollen die ganzen Autos hier? Ach, die wohnen hier. Und die wollen hier zur Schule später. Es wird gerade fertig gebaut. Den Supermarkt könnten wir schnell fertig bauen. Kostet ja nicht ganz so viel. Farm baue ich jetzt fertig. Die Wasseraufbereitungsanlage. Ein Bürger wurde kriminell. Alle Gebäude sind voll besetzt. Die Wohnqualität ist super. Und das für einen geringen Preis. Wie sieht es allgemein aus mit den Wohnungen? Wirtschaft. Null freie Häuserplätze. Das heißt, ich brauche tatsächlich noch mehr. Eine zerknüllte Nachricht in schlechtem Englisch, Präsidente. We set you up the bomb. All your building are belong to us. Ja, die 3000 zahle ich. Auch wenn da noch keiner drin arbeitet. So, jetzt muss ich wieder warten, bis wir Geld haben. Im Moment ist es doch ein bisschen teuer. Das Bombenkommando schafft es nicht rechtzeitig und wir sind die Einzigen, die mit einer solchen Bedrohung fertig werden. Ich habe noch nie eine Bombe entschärft. Ist das nicht gefährlich? Eigentlich nicht. Sie schneiden alle Kabel durch und nehmen die Beine in die Hand. Gut, das Aerodrom wurde freigeschaltet. Dementsprechend könnten wir jetzt eigentlich schon Leute einfliegen. Touristen, um genau zu sein, aber das will ich noch gar nicht. Gegenteil, ich versuche jetzt erstmal das hier fertig zu machen. War da gerade ein Auftrag mitten im Gebäude? Nee, achso, das war bloß ein Pfeil. So, den Pförtner mit einführen. Grundschule haben wir jetzt auch. Die Autos fahren nicht mehr alle hoch. Verkehrslage hat sich ein bisschen beruhigt, seit wir die Metrostation haben. Die gehen alle zur Arbeit. Das freut mich. So, das haben wir geschafft. Das andere haben wir auch geschafft. Jetzt sollen wir 20.000 auf unser Schweizer Bankkonto kriegen. Erstmal kaufen wir die Bürokraten. Zahlen China auch noch ein bisschen was. Ich gebe keine Umweltstandards heraus. Sondern warte jetzt auf die weiteren Fabriken, die gebaut werden. Oh, hier läuft's mit den Pflanzen richtig gut. Ich brauche mehr Kohle. Ihr dürft ruhig so viel importieren, wie ihr könnt. Das ist völlig okay. Auch ihr. 14 neue Einwohner für Tropico und ein bisschen Kohle für uns. Por favor. Ein bisschen Kohle gibt es hier auch noch. Dann bauen wir das erstmal aus und haben teureren, feineren Schmuck. Das Sägewerk hat keine Leute zum Arbeiten. Wie ist denn die aktuelle Beschäftigungslage? Offene Arbeitsplätze 26. Ah, die Leute werden erst ausgebildet. In der Oberschule sind kaum noch Lehrer. Das ist natürlich schlecht. Unterhaltung. Es gibt jetzt erst einmal ein Schiffsrestaurant mit Meeresfrüchte Spezial. So,
So, dann bauen wir auch noch eine weitere Metrostation. Sobald wir Geld haben. In der Demokratie werden Diktatoren gewählt. Das ist auch schön. Wir haben noch Staatshilfen bekommen, dann können wir das auch so. Was wollte ich jetzt bauen? Eine Metrostation. Genau. Ich sehe gar nichts. So rum muss die gebaut werden, ne? Ja. Gut. Hier kommen nochmal 20.000. Die Tropikaner erwarten Wahlen. Ja, die Wahlen können sie ruhig erwarten. Gerade mal 25 sind gegen uns. 10%. Nicht, ja, ein bisschen mehr als 10%. 12% wahrscheinlich. Das ist aber nicht viel. Alles gedeiht hier wunderbar. Und hier drüben muss erstmal angepflanzt werden. Die sind gerade neu. Frisch eingetroffen, exportieren sie teuren Schmuck. Da sind wir jetzt gerade bei. Erstmals. Endlich. Schiffsrestaurant wird fertig gezimmert. Das bitte auch gleich fertig machen. Dankeschön. Und dann verwalten wir das hier. Bauen Sägemehlbrenner. Verschmutzung verringert sich. Wir bauen Powersäge ein. Produktion erhöht sich. Und Rindenbrecher. Produktion erhöht sich nochmal. Aber das Holzfällerlager verbraucht 10% mehr Rohstoffe. Das ist okay. Noch haben wir genug Geld. Das wird nicht lange so bleiben. Zum Glück haben wir jetzt ein Schiffsrestaurant. Dann haben wir auch nochmal für Unterhaltung gesorgt. 61% Zufriedenheit gibt es aktuell. Das spiegelt sich auch definitiv hier wieder. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen, wir brauchen bessere Unterhaltung, bessere Religionsqualität und Umwelt. Ansonsten ist der Rest soweit in Ordnung. Auch die Nahrungsqualität ist hochgegangen. Kommt wodurch? Das muss ich mir jetzt mal angucken, die Religiösen mögen uns gar nicht. Ja gut, wir haben erst 2 Kirchen. Wir sollten vielleicht noch eine Kathedrale errichten. Muss man sehen. Und ich brauche mehrere moderne Apartmentblocks, das ist richtig. Kommt hier noch einer hin? Eventuell hier noch. Und dann ist schon Schluss, mehr Platz ist hier gar nicht. Dann werden wir uns nach da hin ausbreiten, denn hier kann man ja wunderbar Farmen hinsetzen. Straßen schon mal ziehen. Dup, 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 dup.